Nice. Wir sind am Start. Okay. Lass uns jetzt einfach mal hier so straight fahren und gucken, wo wir landen. Dann lass auf der Hauptstraße fahren. Gucken wir mal. Ja. Alter, M2 ist, wenn wir jetzt den Heli sehen. Erst den Sound ein bisschen lauter machen. Ja, der Land Rover ist ja nicht so alt. Na, das geht so, der ist schon laut, aber nicht so jetzt wie ein UAZ oder ein Moped. Ja. Jetzt müssen Helikopter und boah, ich weiß, in dem einen Video, wo ich wo wir die Mission gemacht haben, dann kam Heli und zufällig stand da bei der Mission, war als Belohnung so ein Auto. Da, wo wir dann den Heli runtergeholt haben, das war richtig geil. Ja, das war auch so. Das waren so echt die seltenen Momente, wo man sagt, holy shit, Mamoli. Vor uns ist ein Flieger. Hat einer schön vorgesetzt. Hey, eine Frage. Hat er gefragt, möchtest du das? Geht schon, hätte ich einen Schuss gehört mit meinem Karten. Was hast du? Ich habe gedacht, ich hätte einen AK-Schuss gehört in der Ferne. Okay. Wir sind ja gerade beim Matsch. Versuche alles zu spotten, was geht. Sehe noch keinen. Hier ist die gefährlichste Straße, glaube ich. Hier campen immer Leute. Jo, jo, links. Klar. Der hat uns nicht getroffen. Einfach weiterfahren. Fahr mal hier rechts gleich, wenn es geht. Willst du fighten oder weiterfahren? Ja. Soll ich ihn ablenken? Nee, ja, der kommt, der kommt. Oh, ich kann ja nicht schießen, ich kann nicht zielen. Scheiße. Er kommt über die Straße gelaufen, pass auf. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Pass auf, pass auf. Kann man hier eigentlich. Schilder. Kann man hier hoch? Perry, er kam zu uns gelaufen. Mit einem M14 hatte der. Siehst du den? Nee, keine Ahnung. Und die Zombies stehen auch mega auf ich die sehe da Eier. Hinten ein Moped. Weiblicher Skin mit einem M14 war das, wenn ich mich recht erinnere. Wird wahrscheinlich irgendwo in den Bäumen sein. Oder in der Plantage. Wäre besser, wenn wir weiterfahren. Nee. Perry, ich bin auf dem Wo Dach. Bist du denn? Auf dem Dach. Auf dem Dach. Sonst fahr mal nach, fahr mal weg nach oben. Also nach rechts, von da aus, wo wir gekommen sind. Nach Westen müsste das sein. Soll ich mal gucken, ob ich ihn finde? Ja, aber von Weitem, ne? Pass auf. Der hat einen M14. M14 kann sehr, sehr schnell ein Ende nehmen. Mit die stärkste Waffe. Und die, mit der man am einfachsten zielen kann. Ich glaube, ich habe die beste Position, das höchste Gebäude. Das Problem ist, hier sind zu viele Bäume. Der wird wahrscheinlich irgendwo an der Straße campen, in einem der Bäume. Puppi, subscribe! Ach, ja, Puppi, Mann. Vielen, vielen Dank, Puppi. Puppi, für dich werden wir den töten, versprochen. Sonst werde ich mich von dem Haus hier stürzen. Außer das weggelaufen, dann können wir leider nichts machen. Ich sehe den nicht. Der könnte in der Apfelplantage sein oder hinten irgendwo an der Bahngleise. Ich habe mal auf 200 Meter gezeroed, das denke ich ganz okay hierfür. Ich bewege mich zu sehr, das macht nachher das. Ja, ich sehe den, Perry. Wo? Genau auf der anderen Seite der Stadt. Hab den gehittet, beingestochen, tot. Jawoll!
Für Pupi! Pupi, Mann, der war für dich, mein Boy! Der war für dich, mein Boy! Aber welche andere Seite der Stadt? Apfelplantage, der wollte zum Industrial. Okay. Pupi, der war für dich! Ich komm mit, ich komm mit. Der war alleine. Kannst rüberlaufen, der hat einen M14. Warte, ich komm. Bleib stehen. Ach, scheiße. Was? Hör auf, Alter, dieses blödes Skin wechseln immer. Okay, kannst losfahren. Ich hab mich mega erschrocken, du warst auf einmal weg. Ja, wegen Skin wechseln. Genau, rechts. Und rüber. Genau dahinter. Ja, nicht unbedingt zu Martin fahren, Harry. Nee, wir können da nicht durchfahren. Doch, fahr geradeaus. Doch, glaub mir. Fahr geradeaus, ich sag dir, Mann. Und hinter dem LKW, die hier dieser, hinter der Leiche fährst du links. Oder davor einfach links, was geht auch. Hier links. Und die nächste rechts, da liegt der. Mit einer M14. Zwei saubere Shots, erste bei. Da liegt er vor dir. Ah ja, lol, den hast du erwischt. Ja. Zwei Schüsse im Laufen, beide getroffen, seitlich laufen vor allem. Bleib stehen. Kannst du ein bisschen Deckung geben? Genau, das tue ich doch gerade. DMR und M14 Aim hatte der beides, Alter. Alter Schwede. Na, der wollte Martin mit dem. Wie viele Mags? Einen nur. Und das Dreiviertel voll. Dann lass es drin, bis es zum Grave Pass wird, dann ist es voll. zu spät. Oder wird das auch als Bug-Using angesehen? Dann kannst du es ja wieder reinpacken. Ne, das ist aber echt kein Bug-Using. Alter, dann können wir jemanden töten und da die Munition mit rein tun. Jetzt ist es zum Grave Pass geworden. Hast du es vorher reingepackt? Nee. Der hat M240 Muni, nimm auch mit. Und nimm mal die L2, hast du nicht gesehen, mit. Kannst du ja die Zweitwaffe mitnehmen. Ich habe mir die DMR in die Tasche gepackt. Weil du weißt ja, wie sehr ich die DMR liebe. Ja, ich habe auch eine DMR als Zweitwaffe, aber keine Mac. Okay. Ich habe als Zweitwaffe die M14, also im Nahkampf. Ich bin jetzt Nahkampf und Distanz unschlagbar. Obwohl Distanz geht noch, weil ich keine DMR benutze, finde ich ein bisschen lame. Gunner Seed, okay, weiter geht's. Starke Leistung. Ich würde jetzt gerne die Waffen safen, Perry, Mann. Vor uns war was. Achso, das war ein Vogel. What the fuck? Helikopter? Wir sind tot. Was ist das für einer? Ja. Nein, ich kann so hoch gar nicht schießen. Fahr weiter. Ah, ich könnte ihn pennen. Sollen wir hier in das Industriegebiet sonst zur Not? Nicht, dass die uns gleich abfangen. Blut ist doch immer noch, oder? Ja, ich blute, aber da findet man ja vielleicht was. Sind die immer noch hinter uns? Da grüß mir. Ich kann's aber nicht. Aber. Soundtechnik. Ja. Ist hier ein Krankenhaus? Mhm. Sollen wir einfach aussteigen, da hinlaufen? Wie viel Blut hast du noch? Ich hab noch genug. Direkt ausdrücken. Oh, warte, ich komm. Die könnten uns sehen. Ich folge dir. Okay, ich sehe schon mal das Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob ich dir hinterher folgen kann. Schilde. Oh, die sehen uns wahrscheinlich. Ja, die hauen das Krankenhaus ab. Kannst du das platt schießen? Ne, die haben uns nicht gesehen. Die drehen ab. Abgedreht. Loot ist gespawnt, Session. Der muss aber hovern sein, also kannst du ihn easy abknallen. Sollen wir dagen? Kommst du in die Mitte nach hinten? Naja, da bin ich schon. Ich bandagiere mich gleich schon. Haben wir einen Bloodpick? Ja, durch hinter dir liegt eins. Kaka, Bandage yourself.
Benkler, vielen Dank für deine Unterstützung. Ah, da liegt echt eins. Brauchst du auch eins? Mhm. Ich nehme das mal mit, das andere. Ich glaube, der ist abgedreht. Morphin auch noch mitgenommen. Wollte Rashaket nicht haben? Ja, natürlich wollte er Rashaket haben, aber das ist. Naja. Wir möchten ja auch keinen Swing dazu. Nur das ist ja eine freiwillige Unterstützung. Wenn er nicht möchte, dann möchte er nicht. Jo. Hinterm. Schießt du? Ja. Ah, der ist genau da oben drüber. Das ist über dem Krankenhaus. Er weiß, glaube ich, dass wir hier sind. Wo bist du? Im Eckhaus. Okay, dann laufe ich in die Schule. Ich kann so einen Trinkenmangel. Vielleicht. Guck mal in der Schule, ob ich was finde. Habe ich mir ein Zombie-Problem. Das ist ja. Mies, du tust mir sorry, Bro. Wieso? Der Mucker mag Clubs auch gar nicht. Ich bin kein Fan von Clubs, ne. Echt? Ich schon voll, Mann. Echt? Ne, ich mag so Hauspartys. Wenn ich das Geld dafür hätte... Ich mag Hauspartys. Keine Ahnung, was soll ich in einem Club? Mädchen begaffen, so? Keine Ahnung. Hab ne Freundin. Bringt mir nichts. Und. So, oder private VIP-Party. Sowas ist auch geil. So, weißt du, wo man so mit 30 Mann chillt. So wie zum Beispiel auf der Gamescom. Weil so private Party, Jan Hingberg-Konzert, so kann man sich gönnen. Ein paar Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Keine Aslax oder so. Alles easy. Warte, wieso danke, Perry? Schießt du? Ja, natürlich. Gegen den dämlichen Zombies. Smokey sagt, Mucke, im September werde ich Sub. Okay, Smokey, du bist doch Sub, Mann. Willst du Doppel-Sub werden? Das ist doch Bullshit. Ein Sub reicht. Okay, ich versuche den mal abzuknallen, okay? Hm, schießen nämlich auf mich. Nein, ich bekomme die nicht. Jo, ich hab ihn getroffen. Der ist tot, der ist tot. Perry. Echt? Ja, ja. Der Pilot? Nein, nein, der andere. Ich konnte den Piloten nicht. Da ist aber keiner gestorben. Oh, da ist ein, der ist einer, Perry. Ich hör's, wo? Keine Ahnung, irgendwo an der Feuerwehr. An der, am Dings. Ah, scheiße, im Krankenhaus. Die haben einen rausgelassen. Der ist genau im Krankenhaus drin jetzt. Und der Gunner ist tot. Die haben keinen Gunner mehr. Die haben keinen Gunner mehr, Perry. Einer ist im Krankenhaus mit einer M249 oder sowas. So, ist der abgestürzt? Nein, ich hab nur den Gunner rausgeschossen. Da ist irgendwas explodiert. Dann ist der abgestürzt, weil dann hat er gehovert und der hat wahrscheinlich Auto-Hover angemacht und ist auf den Dings gegangen. Holy shit, Alter, wenn wir jetzt den abgeknallt haben, das wäre geil. Nee, nee, da ist nur ein Auto explodiert. Okay. Perry, liegt alles an dir. Sag bitte, du holst sie den. Aber wir haben den gut rausgeholt. Wir haben den richtig gut rausgeholt. Ja, ich glaube, die M24 macht nur 8000 Schaden, Feldora. Mit Blutung ungefähr 9000 Schaden. Die Sache ist aber, der kann sich nicht so schnell verbinden. Also, der wäre wahrscheinlich im Flug noch gestorben. Wo bist du jetzt gespawnt? Kameni. Ja, ja, hatte ich auch gesagt. Boah, ich war gerade voll. Ja, du warst also beschäftigt, ne? Ja. Kann man verstehen. Ich kenne das so, wenn wirklich Action abgeht, es geht um Leben und Tod, Mann, da muss man sich konzentrieren. Dann ist man in so einem Tunnel, ich nenne das immer so den Tunnelblick, so, weil dann bekommt man nichts anderes mit. Aber ich bekomme eh nie was anderes mit. Und das ist immer so, alle, es drehen so 10 Leute mit mir und ich sag so, hä, was, hast du was gesagt? Der hatte... ich weiß nicht, warum die den rausgelassen haben, keine Ahnung. Diesen echt der Meinst du, der hat zu den gehört? Dabei. Meinst du, der hat zu den gehört? Ich denke schon, sonst wäre der nicht weggeflogen jetzt. Stimmt.
Ja, wahrscheinlich wollten die unbedingt uns töten, ne? Weil wir die beschossen haben. Die suchen halt auch Action, ne? Aber die haben sich halt mit den Falschen angelegt. Die überflüssigen Waffen habe ich jetzt mal weggepackt. Okay. Also mein Save. Weil der hatte selber hatte der auch noch eine M40, A3. Er hat halt die Saw, eine M40 und eine M14. War halt echt, der war over-equipped. Der hatte Medical Kit, der hatte einen großen Rucksack. Der war greedy des Todes.